Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute starten wir mit unserem Technikbuch. Ich habe mir als erste Technik ausgesucht das Embossen. Das werde ich euch vorstellen und werde euch verschiedene Varianten zum Thema Embossen erklären. Heute starten wir aber mit der einfachsten Variante und wir besprechen, was wir zum Embossen eigentlich benötigen. Wir benötigen, wenn wir in unserem Katalog mal schauen, auf Seite 200 gibt es Versamark Tinte. Diese Versamark Tinte klebt ein kleines bisschen und wenn wir unseren Stempel in dieses Versamark Stempelkissen drücken und hinterher abstempeln, können wir dann hier unten Embossing Prägepulver aufbringen. Das gibt es hier in verschiedenen Farben und können das Ganze dann mit dem Erhitzungsgerät heiß machen. Des Weiteren benötigen wir einen Embossing Buddy. Mit dem fangen wir an, um das Stück, was wir bearbeiten möchten, einfach zu entmagnetisieren, sag ich mal ganz vorsichtig, damit auch nur da, wo wir embossen möchten, hinterher das Pulver bleibt. Der Embossing Buddy sieht so aus, ist gefüllt mit ein bisschen Pulver und mit dem fahren wir ganz leicht über unsere Karte oder nur über den Teil, den wir tatsächlich embossen wollen. Dann suchen wir uns ein Stempelkissen mit Versamark. Das haben wir hier. Und einen Stempel habe ich auch mittlerweile aufgezogen. Und den stempeln wir im Versamark. Dann nehmen wir uns unsere Karte und bringen einfach den Stempelabdruck auf die Karte. So, ich zeige euch ganz ein bisschen. Da kann man es ein ganz bisschen leuchten sehen. Seht ihr das? So, dann brauchen wir unser Prägepulver. Das Prägepulver von Stamping Up kommt normalerweise in so kleinen Döschen. Was ich mega unpraktisch finde, weil man mit diesen kleinen Döschen einfach nicht hantieren kann. Und insofern habe ich mir mal ein paar Frischhaltedosen gekauft. Da reichen ganz einfache. Mir nur draufgeschrieben, was es ist. Und habe mir auch so einen einfachen Löffel damit reingelegt. Und jetzt kann ich nämlich ganz einfach meine Karte nehmen und mit dem Löffel das Prägepulver aufnehmen. Rutsche es noch ein bisschen zurecht, damit ihr es auch wirklich alle sehen könnt. So, und jetzt kann ich einfach mein Prägepulver hier über die Karte streuen. Und wie ihr seht, bleibt es also dann an dem Stempelabdruck einfach hängen. So, dann kann ich es ein bisschen abklopfen. Und das ist jetzt unser Embossing Body Trick. Denn dann bleibt hier auch einfach am Rand nichts mehr kleben. Ansonsten kann es sein, dass eben auch am Rand noch eine Menge klebt. Und das verfälscht hinterher unser Stück. So, jetzt kann man da noch nicht drüber fassen, weil es einfach nur das Pulver ist und Silber ist es nur im Ansatz. Jetzt nehmen wir unseren Embossing Föhn und werden das Ganze heiß machen. Also Vorsicht auch mit den Fingern, das wird richtig heiß. Und es wird gerade ein bisschen laut, aber ich stelle einfach ein bisschen runter. Ich möchte nur, dass ihr das genau seht, was da passiert. Deswegen nehmen wir das hier einfach jetzt auf. Ich mache den Föhn an und höre auf zu sabbeln. Thank you.
So, ich hoffe, das konntet ihr schön nach mitverfolgen. Ich habe versucht, das Bestmögliche visuell rauszuholen. Jetzt seht ihr, aus dem Pulver ist eine metallische Oberfläche geworden, auf die man jetzt drüber fassen kann. Und hier ist auch einfach nichts mehr zum Wegwischen. Das ist jetzt quasi ins Papier gebrannt. Das ist Embossen. So, und ich zeige euch die Karte, die ich schon vorbereitet habe mit diesem embossten Teil. Die könnte dann so aussehen. Ich habe einfach gestempelt in Schiefergrau und in Himmelblau und habe dann quasi eine Flocke embossed, was ich auch sehr hübsch finde. Und das wird auch unsere Karte fürs Technikbuch, Technikbuch Nummer 1, das Embossen. Ja, falls ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare, schreibt mich privat an oder kontaktiert mich über die Homepage, über Facebook, wie ihr mögt. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Embossen und am nächsten Sonntag zeige ich euch die Embossing Resist Technik.